Hallo zu einer neuen Folge Lukas erklärt. Heute wollen wir uns mal einem Bauteil am Mountainbike widmen, was gar nicht so oft im Fokus von uns steht. Es geht um die Felge, genauer um die Breite der Felge, weil momentan sind breite Felgen ja total im Trend. Warum das so ist und was wir davon als Mountainbiker überhaupt haben, das zeige ich euch jetzt mal im Video. So, jetzt widmen wir uns aber erstmal einem anderen Bauteil, dem Reifen. Egal, ob wir jetzt irgendeinen Trail runter shredden, voll in die Bremse gehen oder auch im Uphill mal ein bisschen Druck aufs Pedal geben, der Reifen ist ja dafür zuständig, wirklich unsere Handlungen auf dem Rad auf den Trail weiterzugeben. Und wenn man sich das mal überlegt, wie viel Auflagefläche so ein Reifen hat, also wie viel Platz quasi da ist, um die Kraft oder Bremsimpulse oder whatever wirklich auf den Boden zu geben, dann ist das gar nicht so viel. 50 Quadratzentimeter sind es etwa bei so einem Durchschnitts-Mountainbike-Reifen. Naja, aber wie können wir jetzt den Grip erhöhen, den diese 50 Quadratzentimeter ja sozusagen umsetzen können? Das ist eigentlich relativ einfach gemacht erstmal. Wir könnten zum Beispiel einen grobstolligeren Reifen machen, der sich eher in den Boden krallt, oder eine klebrige Gummimischung, die einfach mehr am Boden haftet. Aber mal so unter uns, das ist ja auch nicht das Allerheilsmittel, weil das rollt dann überhaupt nicht mehr. Wir haben total großen Rollwiderstand und zum Fahren ist das auch nicht so wirklich schön. Naja, vor 15 Jahren haben wir uns beim Mountainbike Magazin schon gefragt, wie können wir so einen Grip quasi erhöhen oder was muss man dafür tun, dass man mehr Grip hat. Und wir sind dann in Studien relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass man sozusagen einfach nur die Reifenbreite erhöhen muss, also so die Aufstandsfläche zu erhöhen. So einfach ist das aber nicht gemacht, weil Reifenbreite, die ist immer in einer Relation zu setzen zur Felgenbreite. Und ihr seht schon, jetzt kommt die Felge ins Spiel. So, die Reifen werden breiter, dann können wir die doch einfach auf eine normale Felge ziehen und die Welt ist wieder in Ordnung, oder? Naja, so einfach ist es nicht. Also dadurch, dass die Reifen dann breiter werden, aber die Felge weiterhin relativ schmal ist, naja, dann wird der Reifen so bauchig oder hat dann im Profil so einen Querschnitt wie so eine Glühbirne, kann man sich das vorstellen. Und dann wird es problematisch, wenn wir dynamisch in Kurven fahren, weil dann könnt ihr euch vorstellen, dass der Reifen dann in der Kurve so weggeht und wegknickt. Und das ist für uns total das schwammige Fahrverhalten dann am Ende. Fühlt sich überhaupt nicht gut an. Naja, und um diese Probleme zu lösen, haben die Hersteller dann wirklich gesagt, dass die Felgen breiter werden müssen. Andere hatten bestimmt auch Probleme, wenn sie mit schmalen Felgen und breiten Reifen im Tubeless-Setup unterwegs sind, also keinen Schlauch mehr am Reifen haben, dass sie so schnell in die Kurve gefahren sind, dass der Reifen ganz kurz vom Felgenhorn runtergesprungen ist, ein bisschen Luftverlust hatte, es richtig geknallt hat und dann in Sekundenbruchteilen wieder in die Felge gesprungen ist. Sogenanntes Burping wird das genannt. Eine Sache, die man nicht unbedingt gerne hat. Und auch deswegen mussten Felgen einfach breiter werden, damit der Reifen viel, viel stabiler in der Felge sitzt und wir wirklich uns richtig in Kurven reinlegen können. Positiver Nebeneffekt von so wenig Luftdruck ist, dass der Reifen auch ein bisschen als Federung funktioniert. Glaubt man gar nicht, aber ja, das ist ja einfach hier eine ungefederte Masse und wenn ich da wenig Luftdruck rausgebe, dann kommen so kleine Schläge von Wurzeln oder kleine Vibrationen, die schluckt dann wirklich der Reifen. Total irre, aber wenn ihr mal ein bisschen mehr Komfort in eurem Rad wollt, dann könnt ihr auch im Luftdruck mal ein bisschen runtergehen und mal gucken, was das so wirklich bringt. Ihr werdet erstaunt sein. Nochmal zurück zur Ausgangsproblematik. Jetzt werdet ihr sagen, ja, warum können wir jetzt nicht einfach die alten breiten Reifen auf eine normale schmale Felge ziehen? Warum muss die Felge unbedingt so viel breiter sein? Ja, und da, wie gesagt, da kommt es darauf an, dass die Felge wirklich zum Reifen passt, damit wir gerade diesen Effekt nicht haben, also dass der Reifen wirklich schön breit im Felgenbett sitzen kann. Und da gibt es so eine kleine Faustformel, ist eigentlich relativ einfach gerechnet, die ist 2:1. Also ein ganz normaler 2,4 Zoll breiter Mountainbike-Reifen, 2,4 Zoll, das sind 60 mm, der sollte immer im 2:1 Verhältnis zur Felge stehen. Also 60 mm breite Reifen sollten dann zum Beispiel perfekt zu einer 30 mm breiten Felge passen, 30 mm Innenmaulweite. Und wie man die Innenmaulweite ausmisst, das zeige ich euch jetzt mal im Detail. So. Wie kann man denn jetzt eigentlich die Innenmaulweite von so einer Felge bestimmen? Das ist eigentlich relativ einfach gemacht, weil eigentlich ist es nur die Breite des Felgenbetts, die man da misst. Ich habe mal hier einen kleinen Messschieber dabei. Wollen wir mal gucken? Ja, 30 mm. Also diese Felge würde perfekt mit der 2:1 Regel zu einem 60 mm breiten Pneu oder einem 2,4 Zoll breiten Mountainbike-Reifen passen.
Andersrum funktioniert das natürlich auch nicht. Also wenn wir eine total breite Felge haben, aber einen schmalen Reifen fahren wollen, dann gibt es auch Probleme, weil dann steht der Reifen ja mit der Außenwand total so. Bedeutet, wenn wir dann schnell in Kurven fahren, dann kann es sein, dass die Lauffläche des Reifens nicht ausreicht sozusagen und wir wirklich auf der Außenwand des Reifens fahren. Und das ist auch nicht das, was wir gerade wollen. Also zu breit ist auch nicht gut. Ja, Racer und Grammfuchser, die werden jetzt bestimmt schon total perplex fragen, ja wie, wir haben dann mehr Material am Reifen und eine breitere Felge, das müsste auf jeden Fall mehr Gewicht sein und dann auch noch weniger Luftdruck, das kann doch irgendwie nicht sein. Da werde ich bestimmt langsamer in meinem Rennen, ja, und habe vor allen Dingen noch mehr rotierende Masse, wo viel so viele, ja, Grammfalscher total Angst haben. Nee, so ist es nicht. Nur mal als kleines Beispiel, der Cross-Country-Weltmeister und Olympiasieger Nino Schurter, der hat auch sehr, sehr viele Tests gemacht, was denn die perfekte Reifen- und Felgenkombi für ihn ist. Und nur mal so als kleine Eckdaten, der fährt 2,25 Zoll breite Reifen und hat eine 25 mm Maulweite in seinen Felgen. Manchmal sind es sogar noch ein bisschen mehr. Meistens fährt er so Luftdruck von um die 1,5, 1,6 Bar. Manchmal sind es sogar weniger. Naja, und ihr seht ja, wirklich langsam ist er nicht. Der lässt da wirklich ist nicht auf irgendeine Sekunde drauf ankommen. Und ja, das zeigt manchmal, dass breiter und weniger Luftdruck eben doch schneller ist. Zusammengefasst, was bringen uns breite Felgen? Also sie bringen uns viel mehr Grip, weil der Reifen einfach viel stabiler in der Felge sitzt, vor allen Dingen ein breiter Reifen viel stabiler in der Felge sitzt, wir schneller in Kurven fahren können und er bringt uns tatsächlich auch ein bisschen Komfort, weil der Reifen einfach viel besser arbeiten kann. Ja, abschließend zu sagen, wenn ihr euch einen neuen Laufradsatz kaufen wollt oder wenn ihr euch ein neues Rad kauft, dann gebt nochmal ja, so ein kleines Auge auf die Innenmaulweite und überlegt euch, was für eine Reifenbreite ihr später fahren wollt. Das ist sehr, sehr wichtig bei einem Neukauf, weil ja, wie gesagt, die Felge muss zum Reifen passen.